Hi und willkommen bei Schrauber TV. Ja, im letzten Video habt ihr das Vorstellungsvideo zu dem Wohnwagenprojekt gesehen, das wir jetzt in den nächsten Wochen hier in Angriff nehmen wollen. Die Dachfenster sind schon raus. Das seht ihr allerdings erst viel, viel später, wenn die neuen reinkommen, wenn das ganze Teil lackiert ist. Und das schneide ich dann so zusammen. Jetzt geht es allerdings hier um den Wasserschaden. Dazu muss erst einmal das komplette Badezimmer zerlegt werden, dass wir das Ausmaß des Wasserschadens sehen. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go! So, der Wasserschaden ist hier auf dem Boden gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Jedoch hier hinten an der Wand, hier ist der schön hochgezogen. Hier kann man erkennen, hier die ganze Verlattung ist hier weggegammelt. Hier habe ich die oberste Schicht mal abgelöst. Hier sieht man, bis hier ist es hochgezogen. Trotzdem ist das Ganze hier feucht. Ist aber kein großes Problem. Bodenwanne ist immer mehr Arbeit, wie hier die Rückwand. Das heißt, ich werde hier... Hier war auch mal was, ist aber alles trocken, das heißt, das ist schon älter. Hier oben, die Verlattung sieht man, ist alles noch schön trocken. Bis hier unten hin, ab hier fängt es an, dass es wieder feucht ist. Man sieht, hier ist das Ganze auch alles am Weggammeln. Das heißt, hier hinten die Rückwand werde ich einmal komplett herausholen, neue Verlattung ziehen und dann hier mit neuem Holz wieder aufbauen. Das ist definitiv nicht so das Problem. Problematischer ist immer hier die Bodenwanne. Hier habe ich jetzt alles, was morsch ist, soweit herausgehauen. Das heißt, bis hier ist schon wieder alles trocken. Ich werde dann hier später einen Schnitt setzen. Ja, unser Wasserschaden war dann doch etwas intensiver, als wir ursprünglich dachten. Wir haben hier jetzt alles schön rausgeschnitten. Das Ganze wird dann neu aufgebaut. Wir gehen einmal rein. Hier sieht man das ganze Übel. Der Boden ist jetzt... hier soweit großflächig rausgeschnitten, genauso wie hier an der Seite. Die Trägerbalken sind auch entfernt, die waren komplett faul, diese werden jetzt erneuert. Hier haben wir schon neue Lattungen an der Wand. Diese waren auch bis hier oben hin faul, bis zu dieser hier. Und diese haben wir auch rausgeschmissen, hier alle Lattungen neu gemacht. Hier in der Seite haben wir schon eine neue Lattung eingezogen. Das Ganze ziehen wir jetzt noch runter bis unten ans Eck und dann rechts und links den Trägerbalken. Hier sieht man auch den Grundrahmen des Wohnwagens, hier wo die Bodenplatte aufliegt. Hier setzen wir dann wieder an. Hier ist wieder alles trocken, genauso wie hier. Das wird alles neu aufgebaut. Diese Wand mussten wir Gott sei Dank nicht rausnehmen. Dahinter ist alles trocken, es hat sich rein auf das Heck bezogen. Hier sieht man auch, wo der Griff war. Hier wurde mal etwas gemacht. Das Loch ist etwas größer, als es sein müsste, wie hier. Das sieht man ganz deutlich. Und das muss unbedingt gemacht werden. Da habe ich auch schon eine Idee, wie wir das machen. Hier unten die Löcher. Ich weiß nicht, ob man sie so sieht. Hier und hier. Das sind die von den Verschraubungen des Leuchtenträgers. Diese werden all erste Mal abgedichtet und zugemacht. Und ja, bevor hier an der Seite die Lattung einmal reinkommt, werden wir hier die komplette Kante mit Dekalin von oben bis nach unten an dem Boden einmal komplett schön abdichten und die Lattung dann einkleben. Hier haben wir auch schon den Kühlschrank herausgenommen, um zu sehen, wie weit hier der Wasserschaden in die Mitte kam. Hier war alles okay. Einzig und allein hier diese Lattung machen wir auch mit neu. Da diese bis hier an die Seite feucht war, wird das auch einmal neu gemacht. Ja, wie ihr seht, ist das Ganze dann doch etwas mehr Arbeit geworden, als ich am Anfang gehofft habe. Hier die Bodenplatte ist aber jetzt relativ schnell repariert. Genauso wie hinten der Heckbereich. Das bekommen wir jetzt schnell hin. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. We'll be right back.
Ja, der neue Wandaufbau habt ihr jetzt von innen gesehen. Ich habe dann nur ein paar kleine Szenen mitgefilmt, wie wir das Ganze wieder aufgebaut haben. Das Ganze wird jetzt von unten noch mit Unterbodenschutz versiegelt. Hier die Leisten sind auch schon wieder dran. Das haben wir auch neu befestigt, neu eingedichtet mit Dekalin. Jetzt kommt hier die Abdeckung wieder drüber und dann passt das wieder. Der neue Rangiergriff ist auch schon dran und auch komplett fest. Den reißt man so schnell nicht mehr raus. Hier war ja das Problem, dass hier der Griff rausgerissen war und das Ganze mal abgedichtet wurde, was aber leider nicht dicht war. Ich habe hier jetzt aus dem Badezimmer hier ein Stück verwenden können, das wir als Trägerplatte hier genutzt haben und mit der Dekalin hier eingedichtet haben und dann den Griff von innen verschraubt haben, dass das Ganze wieder dicht wird. Denn hier war ja ein ziemlich großes Loch und da war einfach die Gefahr zu groß, dass wir das nicht mehr dicht bekommen. Darum habe ich hier eine Trägerplatte aufgesetzt. Schön ist halt hier, dass das Hobby-Logo drauf ist und das sieht dann später aus wie original. Natürlich müsst ihr euch jetzt vorstellen, nachher ist das Ganze nicht mehr so bunt. Hier die komplette Fläche wird ja einmal komplett anthrazitfarben, oben und unten wird er weiß. Und dann wird auch hier diese Trägerplatte einmal anthrazit lackiert und hier mit dem weißen Griff drauf, denke ich, passt das später ganz gut. Im Innenraum sieht das Ganze noch so aus. Hier haben wir noch die Platten aufgeschraubt, das Ganze mit Latten noch einmal verstärkt. Und hier kommt sowieso wieder die originale Rückwand rein, die dann hier ungefähr bis hierhin reicht. Unten die Toilette. Ja, jetzt wo der Wasserschaden endlich behoben ist und alles wieder dicht ist, können wir hier mit dem Zusammenbau des Badezimmers endlich starten. Der komplette Innenraum muss einmal hier noch zerlegt werden. Das heißt, beide Betten müssen raus, dann der Boden muss raus, dass wir die Schränke einmal alle neu lackieren können. Natürlich auch wieder weiß, wie sie jetzt auch schon sind. Jedoch ist das Ganze schon etwas vergilbt. Darum wollen wir das Ganze einmal neu komplett lackieren. Dann muss die Sitzgruppe noch gebaut werden. Der Wohnwagen muss von außen komplett zerlegt werden, damit wir hier alles schön lackieren können. Eine Heidenarbeit wartet da auf uns mit dem Abschleifen, aber das alles seht ihr in den weiteren nächsten Videos. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Sage ciao, euer Dennis von Schrauber TV.